Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute ganz kurz in eigener Sache. Ich möchte Ihnen den Karashi vorstellen, der diese Woche in der Auktion ist. Jetzt noch dreijährig, jetzt im September. Wir wissen, im Oktober, dann, wenn die Ikeage losgeht, japanweit, dann machen die Fische einen Sprung zur nächsten Altersstufe. Er ist also im Ende Mai, Anfang Juni 2015 geboren und wird jetzt im September Yonsei. Als er zu uns kam, vor 3 Monaten, hatte er 77 cm. Das war das Maß, wie er letztes Jahr bei der Ikeage hatte. Konishi hat ihn über den Winter unter Erhaltungsbedarf gefüttert, also sprich so viel, dass er da nicht oder nur unmerklich gewachsen ist. Auf den Shipment-Papieren war er aber nach wie vor mit 77 cm und ist dann, wie gesagt, in wenigen Wochen hier auf 81 cm gewachsen. Daher auch meine Überzeugung, dass wenn der Auktionsgewinner ihn in den nächsten Monaten bei uns hier in die Aufzucht gibt, dass er dann höchstwahrscheinlich 90 cm, mindestens 90 cm Karashi bekommen wird. Und Sie sehen ihn hier, ein von der Farbe, vom Körper her absolut sensationeller Karashi. Viele haben vielleicht geglaubt, hier das bisschen Orange, jetzt hat nur die Kamera gerade ein Problem mit dem Kunstlicht, am Kopf, dass das der Grund gewesen sei für Makoto, dass sich von ihm getrennt hat. Das ist Quatsch. Vielmehr hier, da hat er eine kleine Ungleichheit im Koginami. Das war der eigentliche Grund, weil das mit weiterem Wachstum etwas sichtbarer wird. Der Körper ist sensationell. Makoto bescheinigt ihm 100 cm. Auch über 100 cm. Er beginnt gerade mit einem tollen Volumenaufbau, hat also auch eine wunderschöne Körperlinie, wunderschöne Kopfform. Aber wie gesagt, auch die Farbe ein absoluter Knaller. Also das ist ein Karashi, keine zweite Wahl, ganz und gar nicht. Das ist ein Fisch, wo Makoto 3,5 Jahre lang oder 3 Jahre lang dran festgehalten hat und dann irgendwann gesagt hat, okay, im Vergleich zu den anderen und die Gesamtplätze für den Naturteich zugrunde gelegt, kann ich mich von ihm trennen. Und er schwimmt, wie gesagt, seit 2,5, 3 Monaten bei uns. Und wir bieten dem Auktionsgewinner an, dass wir ihn für eine weitere Wachstumssaison, bei uns ist sie im Gegensatz zu Japan im Winter, weiter großziehen. Und ich glaube, das wird ein richtiges Brett. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut und schauen Sie mal wieder rein und bieten Sie vor allem auf diesen Karashi.